Heute werdet ihr mit tierisch guten Gedanken einschlafen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir an diesem Mittwochabend gemeinsam in die Nacht starten. Episode 139. Heute eine tierische Geschichte. Dazu aber gleich mehr. Habt ihr auch Tiere? Hunde, Katzen, Mäuse, Hamster, Vögel, Hasen, Meerschweinchen oder Fische oder andere ausgefallene Dinge? Ich bin mal gespannt. Schickt mir doch einfach mal ein Bild von eurem liebsten Haustier an die 01525 179 6813. Euer Lieblingshaustier? Mein Haustier heißt Nabu und das ist ein Hund, eine französische Bulldogge. Von der gab es übrigens auch schon mal eine Folge. Schaut mal nach hier bei Ab ins Bett. Nabu und die 99 Luftballons. Wenn ihr vielleicht noch eine Geschichte heute hören möchtet, kann ich euch die empfehlen. Wenn du aber lieber Katzen magst, dann bist du jetzt richtig. Vorher kommt aber noch das große Recken und Strecken. Nehmt die Arme, die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und dann lasst ihr euch ins Bett hinein plumpsen und macht euch bereit für eine wundervolle Mittwochnacht. Hier ist die neue Gute-Nacht-Geschichte für diesen 13. Januar. Kater Gizmo im Wartezimmer. Gizmo ist eine ganz normale Katze. Zugegeben, eine ganz, ganz kleine Katze. Eigentlich auch keine Katze, sondern Gizmo ist ein stolzer Kater. Gerade mal 12 Wochen ist er alt. Viele Katzen sind mit 3 Monaten noch bei ihrer Katzenmama. Nicht aber der süße Kater mit den blauen Augen. Ja, Gizmos Augen strahlen blau. Vor ein paar Tagen ist der hübsche kleine Kater der kleinen Juli zugelaufen. Juli war ein Mädchen, das in einem Haus lebte mit ihren Eltern gemeinsam und eigentlich genug Platz und auch Zeit für ein Haustier hatte. Doch ob Juli Gizmo behalten kann, das steht noch nicht fest. Heute sind Gizmo und Juli zusammen mit Julis Mama beim Tierarzt. Das Warten im Wartezimmer war ganz schön aufregend für den kleinen Kater. Denn was er da erlebt hatte, das kannte er so auf jeden Fall noch nicht. Ihr müsst euch erst vorstellen, dass Gizmo erst vor wenigen Wochen geboren ist und noch nicht viel in seinem kleinen Katzenleben gesehen hatte. Er kannte zum Beispiel noch keine Hunde. Das änderte sich heute, denn beim Tierarzt saßen im Wartezimmer nicht nur andere Menschen, natürlich hatten die auch andere Tiere dabei. Unter anderem war auch ein Hund mit dabei. Und der Hund schien ganz schön neugierig zu sein. Er schnüffelte nämlich am Käfig und an der Transportbox von Gizmo. Ja, Gizmo saß in einer kleinen Box drin, damit er nicht abhauen konnte oder irgendwo Schabernack anstellen konnte. Und der Hund, der war ganz aufgeregt. Machte er. Der Hund kam so nah an die Transportbox, dass Gizmo gar nicht erkannte, was das ist. Er hat nämlich nur einen riesengroßen Kopf an seinen Gittern gesehen und er hörte dieses Geräusch. Der Hund schnüffelte wie verrückt. Anscheinend mochte der Hund den Geruch von Gizmo. Das war aber noch nicht alles. Der Herrchen des Hundes hat ihn irgendwann weggezogen und dann war Ruhe. Gizmo konnte dann aus seinem Körbchen wieder rausschauen. Und als er aus seiner Transportbox rausschaute, blickte er nach links und er sah Juli und ihre Mutter. Rechts saß der Hund, der eben gerade noch in die Transportbox reingeschaut hat, und sein Herrchen. Und gegenüber war noch ein ganz seltsames Tier. Das hat Gizmo wirklich noch nie gesehen und davon hat er auch noch nie etwas gehört. Was war das denn? Ein Tier mit ganz vielen Stacheln? Auch Juli guckte das Tier ganz aufgeregt an. Das ist bestimmt ein Stachelschwein, dachte sich der kleine Kater Gizmo. Als er aber Juli und dem Gespräch mit ihrer Mama lauschte, hörte er, dass das ein Igel ist. Juli fragte nämlich verwundert, warum ein Igel beim Tierarzt ist.
Die Frau, die gegenüber saß, bekam das Gespräch mit und gab eine Antwort. Den Igel hat sie bei sich im Garten gefunden und er war anscheinend krank, deswegen hat sie ihn gepackt und mit zum Tierarzt genommen. Die Frau sagte, sie will auch den Tieren was Gutes tun und daher sei sie nun hier. Das fand Gizmo toll. Den Tieren was Gutes tun. Und er wusste auch, dass Juli, das Mädchen, dem er zugelaufen war, ein Mädchen ist, das etwas Gutes für Tiere tun will, denn Gizmo ist schließlich auch ein Tier. Zugegeben, dachte er, ein sehr stolzes Tier, nämlich ein richtig cooler Kater. Als nämlich Gizmo bei Juli ankam und ihr zugelaufen ist, hat sich Juli fantastisch um den kleinen Kater gekümmert. Ihre Eltern hatten früher schon mal eine Katze, noch lange bevor Juli auf der Welt war, und deswegen gab es im Keller noch eine Transportbox, noch Futternäpfe und außerdem auch eine Katzentoilette. Das alles hatte Juli hochgeholt, bevor sie mit ihren Eltern überhaupt besprochen hatte, wie es mit Gizmo weitergeht. Und übrigens, der Name Gizmo, der kommt auch von Juli, den hat sie sich überlegt, denn Gizmo selber konnte nicht reden. Deswegen konnte er auch hier nicht verraten, wie er heißt. Aber mit dem Namen Gizmo war er ganz zufrieden, denn der kleine Gizmo hat ja noch nicht bei Menschen gelebt. Er hat tatsächlich noch keinen Namen. Mit Gizmo? Da freundete er sich aber langsam an. Die drei saßen nun immer noch im Wartezimmer beim Tierarzt. Der Hund nebendran war schon bereits im Behandlungszimmer und die Frau mit dem Igel war sogar schon fertig mit der Behandlung. Sie konnten wieder nach Hause gehen. Sie meinte noch beim Gehen zu Juli, dass es dem Igel bald wieder besser gehen wird und er draußen in der freien Wildbahn überleben wird. Juli machte das glücklich. Und das spürte auch Gizmo. Gizmo spürte, wie ehrlich es Juli meinte. Mit anderen Menschen, aber vor allem auch mit Tieren. Und das fand Gizmo richtig gut. Nun wurde Juli aufgerufen. Sie nahmen sich eilig die Transportbox, ging mit ihrer Mama dann zum Tierarzt. Und der Tierarzt war eine Tierärztin, die schrecklich nett war. Aber die Untersuchung, die gefiel Gizmo nicht so sehr. Er kam sich vor, als würde er von rechts nach links und von links nach rechts geschleudert werden. Und ein bisschen war das auch so. Auf einmal piekste es ganz doll. Ja, Gizmo hat eine kleine Impfung bekommen. Juli erklärte ihm, dass das vielleicht einen kleinen Moment wehtut, aber dass es hilft, damit er ein langes und zufriedenes Katzenleben leben darf. Und so, wie sich Juli um ihn kümmert, da war auch der Mama von Juli klar, dass sich Gizmo mit Sicherheit schnell zu Hause ausleben wird. Die Mama von Juli schaute Juli an. Juli schaute ihre Mama an. Und beide blickten zu Gizmo und konnten sich ein großes Grinsen nicht verkneifen. Denn obwohl niemand etwas gesagt hatte, wussten sie, Gizmo ist ein Teil der Familie. Und Gizmo wusste das auch. Und er war auch der Einzige, der etwas sagte, nämlich ein lautes, kräftiges Miau, Miau. Einen schöneren Tierarztbesuch, den gab es wahrscheinlich noch nie. Juli und Gizmo, die wissen genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Dann mit der Geschichte Linus und das leuchtende Reagenzglas.